Also Leute, ich sag's ganz ehrlich. Nee. Absolut keine Kaufempfehlung. Oh, nee. Nee. So, da bin ich wieder. Ja, das ging ja aber schnell. Ja. Ja, super. Da ist der Rest drin, den wir noch raus. Perfekt, dann kannst du jetzt wieder ins Bett. Danke. Gute Nacht. Ja. Ja, weg war sie. Dann schauen wir doch mal, was sie gebracht hat. Also Teil 1, der LaFroig Select. Und Teil 2, das Miniset. Davor habe ich ja ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Für 4,99 € gerade bei Netto erhältlich ab heute. Und, ganz wichtig, der Prospekt. Der ist deshalb wichtig, weil ich im ersten Video aufgrund dieser Info, hier seht ihr es, den Talisker Sky verkostet habe und dachte, dass der für diesen Preis mit App erhältlich ist. Ich hatte mich aber schon gewundert, warum hier nebendran ein Talisker 10 zu sehen ist. Da hatte Steffi darauf hingewiesen, aber wir haben dann gedacht, okay, Talisker Sky ist hier das kleine Bild und auch der Text, also wird es wohl eher das Sky sein, der im Angebot ist für den Preis. Im Laden war aber tatsächlich der 10er. Also bitte Augen auf dabei, falls ihr die holen wollt. Der 10er für 24,99 € ist top. Gar keine Frage, absolute Bank, wenn man die Netto-App hat. Definitiv kaufen. Absolute Empfehlung. Sky kann man definitiv auch machen, aber ist halt nochmal ein anderer Whisky, muss man wissen. Und deswegen hier der Hinweis. So, jetzt kommen wir aber zu diesen schönen Whiskys hier. Ja, wie gesagt, ein bisschen gruselig finde ich den Gedanken an die kleinen Flaschen. Der LaFroig Select kommt sogar mit einem schicken kleinen Nosing-Glas. Aber jetzt fangen wir erstmal mit denen an. Kurz zur Beschreibung. Das ist die World of Whiskies Kollektion. Whiskies mit E in Klammern, weil je nach Herkunft wird es mit oder ohne E geschrieben. Hier ist ein Bourbon Whisky drin, ein Canadian, also ein kanadischer, ein irischer und ein Scotch. Aus welcher Brennerei die kommen, weiß man nicht. Ansonsten haben die alle wohl in irgendeiner Art und Weise die typischen Merkmale. Also dazu gehört zum Beispiel, dass der Bourbon, je nachdem was dran steht, mindestens 4 Jahre alt sein muss. Genau, es ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky, der sogar 5 Jahre alt ist. Ein bisschen Angst habe ich, weil da steht Kentucky Highway drauf. Kentucky Highway ist, für die, die es nicht wissen, mein Grusel-Whisky. Dann Maple Leaf Canadian Blended. Ja, ist hier jetzt nicht für mich erkennbar, wo der herkommt. Das ist ein kanadischer Whisky mit Farbstoff. Mehr steht hier nicht. Dann Old Flag Blended Irish Whisky. Da steht auch nicht, aus welcher Brennerei der kommt, sondern nur, wer ihn abgefüllt hat. Und das ist eine deutsche Firma. Und dann McLintock ist dann der Blended Scotch. Ja. Ich würde jetzt gerade in der Reihenfolge wahrscheinlich auch probieren. Ich fange mit dem Kentucky Highway an, dann den Maple Leaf, dann den Old Flag und dann den Scotch, weil der Scotch könnte eventuell rauchig sein, weiß ich aber natürlich überhaupt nicht. Ansonsten ist es natürlich gerade was, das als Geschenkset gerne mal sicherlich gekauft oder verkauft wird. Und ja, wie gesagt, ein bisschen gruselig finde ich den Gedanken schon, weil ich gerade zum Beispiel Kentucky Highway habe ich einfach nicht die besten Erfahrungen. Ich habe gerade überlegt, ob ich es hinstelle oder nicht. So, ich bin ja in genau dieser Reihenfolge unterwegs. Das heißt, ich stelle es dann gleich so hin, dass man es dann sieht. Für die, die übrigens Teil 1 noch nicht gesehen haben, verlinke ich gerne hier oben. Das ist Teil 1 zu den aktuellen Netto-Angeboten. Da ist dann eben vom Talisker zum Beispiel die Rede, aber auch vom Gentleman Jack. Das ist ein Bourbon, also Tennessee Whiskey genau genommen. Das ist auch ein Bourbon, aber eben nochmal nach einem speziellen Filterungsprozess darf er sich Tennessee Whiskey nennen. So, dann stelle ich die so hin, dass ich und ihr die sehe. So, ja genau, ich glaube, so sehe ich das auch ganz gut. Ich mache das für euch, möchte ich gesagt haben. Ich freue mich viel, viel mehr auf den, aber es gehört hier auch dazu. Also im Geruch ist er schon mal, das ist der Kentucky Highway. Hat auf jeden Fall mehr Bourbon-Noten, als ich jetzt tatsächlich erwartet hätte. Ich glaube aber, der Kentucky Highway, den ich habe, ist tatsächlich auch ein Blended Whisky. Ja, also er riecht jetzt im ersten Moment gar nicht so absolut grausig, wie ich befürchtet hatte. 5 Jahre ist auch schon mal eigentlich ein ganz gutes Alter für einen Bourbon.
Wie gesagt, wenn das Straight Bourbon heißt, muss er mindestens 4 sein. Oder nein, wenn das, genau, wenn nur Bourbon dran steht, dann ist das Alter absolut unbekannt. Wenn Straight Bourbon dran steht und er jünger ist als 4, aber mindestens 2 Jahre alt, dann muss eine Altersangabe dran stehen. Also ich kriege hier auf jeden Fall die typischen Karamell- und Vanillenoten. Er riecht recht süß. Hat auch so diese zimtige Note. Ich finde, der Alkohol ist recht gut eingebunden, aber er hat schon... Ah, jetzt kommt langsam Leim. Ja. Es führt kein Weg drum rum. Ich muss ihn probieren. Cheers, ihr Lieben. Okay, der ist... Okay. Der hat am Anfang eine Süße, der hat eine Würze, der hat... Er ist ein bisschen wässrig schon auch, würde ich sagen. Er hat eine Eichenbitterkeit, aber nach also bei einem, ja, Fünfjährigen in frischer Eiche und so kann das, ist die Eichennote natürlich vorhanden. Aber er ist jetzt nicht so grausig, dass es mich schütteln würde. Okay, doch, der zweite Schluck wird dann doch eher unangenehm. Also er ist recht bitter, wässrig, hat eine Würzigkeit, aber ich sag's mal so, Whisky-Kenner wären wahrscheinlich nicht begeistert. Whisky-Einsteiger, es hat schon die typischen Bourbon-Noten, aber ich weiß nicht, ob es nicht eher abschrecken würde. Klar, es ist eine ganz coole Sache, um mal allgemein dieses Nosing und so auszuprobieren. Und für den Preis kriegt man es definitiv eigentlich nicht günstiger, so in der Mischung. Es sind 4 cl in dem Fläschchen drin jeweils. Ja. Ich würde sagen, für den Preis ist es eigentlich echt okay. Muss ich gestehen. Gerade für Leute, die gern mischen, bin ich jetzt gerade tatsächlich positiv überrascht, was das betrifft. Man kriegt so eine ungefähre Richtung, was ein Bourbon sein kann, wenn man im Hinterkopf behält, dass es so ziemlich einer der billigsten überhaupt ist und dass es nur aufwärts gehen kann, dann ist das wirklich für Einsteiger, finde ich den Teil jetzt okay. Dann schauen wir mal, was der Kanadische bietet. Ich habe mich noch kein Kanadischer wirklich überzeugt bisher. Oh, ja. Der hat schon ganz andere Gerüche. Also kanadischer Whisky ist sowieso oft ganz anders gemischt und gereift. Da habe ich jetzt hier natürlich null Info dazu. Aber der hat so eine ganz schwere Süße und gleichzeitig einen stechenden Geruch. Richtig, richtig Kleber. Also Uhu in reiner Form gefühlt. Das R habe ich gerade schön gerollt, gell? Dafür, dass ich es eigentlich nicht tue. Oh ja, da ist es einfach dieser Leim im Vordergrund. Da muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht mal Lust zu probieren. Ich tue es trotzdem und hoffe auf eine positive Überraschung. Cheers. Oh, nee. Nee. Sorry, aber nee. Also der ist... Nee, Leute, Da müsste man mir 5 € zahlen, damit ich da nochmal einen Schluck nehme. Und selbst dann würde ich es mir dreimal überlegen. Also, sorry, damit schreckt ihr jeden ab von Whisky. Jeden. Jeden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwem schmeckt.
Ich muss was trinken. Also Wasser. Ich weiß, dass ich mich gleich mit einem Lafroig belohnen kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Okay. Holla. Ja, also, okay. Schauen wir mal, was der Ire ist, der nächste, ne? Ja, der Ire zu bieten hat. Ja, ich kriege hier so einen kaum Geruch überhaupt raus. Sehr, sehr schwach. Aber nachdem wahrscheinlich hat es mir alles gerade weggeätzt. Ich meine schon so ein bisschen so irische Noten zu kriegen. Ich würde jetzt vermuten, dass das ein Blended Ire ist aus den drei irischen typischen Whisky-Arten geblendet, also vermehlt quasi. Einmal der Single Malt oder Malt Whisky, einmal der Grain Whisky und einmal der Single Pot Still. Und der Single Pot Still, das ist so eine typisch irische Geschichte. Und was dran steht, ist, dass er dreifach destilliert ist. Also ist das auch, also das ist eigentlich auch sehr typisch irisch. Es gibt auch schottische Brennereien, die das machen. Es gibt in Deutschland sogar mindestens eine Brennerei, die sechsfach destilliert. Aber die typischen Schotten destillieren zweimal und viele Iren destillieren dreimal. Lange nicht alle, aber viele. Ja, ansonsten ja, kriege ich vanillige Noten, so ein bisschen was Fruchtiges ist auch da. Aber jetzt, er riecht weder sonderlich angenehm noch sonderlich stark. Interessanterweise zieht er ganz schöne Kirchenfenster hier, Running Legs, wie sich das nennt, am Glas. Ja, aber es ist jetzt nichts Herausragendes vom Geruch her. Ich probiere mal. Slanche. Auch hier. Wässrig. Bitter. Ich verstehe. Ganz ehrlich, es sollte ja eigentlich der Wunsch jeder Whiskybrennerei sein. Klar wollen sie Geld verdienen, ne? Aber Menschen davon zu überzeugen, dass Whisky eine schöne Sache ist, eine interessante Sache, ein leckeres Produkt. Es bringt doch nichts, die Leute abzuschrecken. Aber diese Destillerien hier, die das Zeug an irgendeinen Abfüller verkauft haben, denen war das offensichtlich egal. Weil, nee, der ist, nee. Ich gebe euch gleich noch einen Tipp, der deutlich besser ist als das Ding. Ein bisschen mehr Geld kostet, aber auch mehr Sinn macht. Sagen wir es mal so. Okay. Der Kanadier war immer noch schlimmer. Ich glaube, das merkt man auch an meiner Reaktion, aber der Ire war jetzt auch, also underwhelming, würde man sagen. Ne? Naja, eher enttäuschend als sonst was. So, dann schauen wir mal. Okay, ja, der Schotte riecht jetzt auch nicht. Soll das ein Single Malt sein? Nein, ein Blended Scotch. Richtig, genau. Okay, so war das. Ja, der hat auf jeden Fall schon, finde ich, einen sehr hohen Getreideanteil. Getreidewhisky ist, also Grain Whisky ist der günstigste, während Malt etwas teurer in der Herstellung ist. Deswegen wird ein Blended Scotch sehr, sehr gerne mit viel Grain-Anteil unter Umständen, gerade wenn es in diesem billigen Preissegment ist, hergestellt. Und ganz ehrlich, die verdienen trotzdem gut. Ich meine, das sind 4 cl in so einer Flasche. Ja, das ist ein Bruchteil einer 0,7er Flasche. Nicht ganz ein Zwanzigstel, aber ne, auch nicht viel mehr. Und dafür ist der Preis dann schon krass, wenn man das hochrechnet. Nee, also der riecht einfach nur nach Leim, der hat so Getreidenoten, der hat tatsächlich einen Leimgeruch, was ich so recht selten bei einem Schotten rauskriege, aber es ist halt ein Blended Scotch, also ich kriege hier keine angenehmen, fruchtigen Noten raus, ich kriege hier, ja, so ein bisschen was Saures kriege ich, also wie rauchig ist er überhaupt nicht auch. Bring ich es hinter mich.
Schlüssel hatte. Okay, das könnte doch vielleicht ein bisschen was Rauchiges mit drin sein. Jetzt im Geschmack. Könnte ein bisschen Rauch da sein. Ja, er hat eine leichte Rauchnote, hat er. Aber es ist trotz allem auch hier wieder ein abschreckender Geschmack, wenn ich bedenke, was es an leckeren Whiskys gibt. Also Leute, ich sag's ganz ehrlich. Nee. Absolut keine Kaufempfehlung. Völlige Katastrophe. Der einzige, der gerade mal im Ansatz brauchbar sein könnte, wenn man ihn mischt, ist dieser Bourbon. Und auch das überrascht mich unglaublich, denn Kentucky Highway ist, wie gesagt, keine Marke, mit der ich positive Erfahrungen habe. Vielleicht aber auch, weil ich von dem jetzt das Schlimmste erwartet hatte, hat er mich am positivsten überrascht. Kann auch sein. Aber jetzt rechnen wir das mal ganz kurz durch. Wir haben hier 4x4 CL. Das heißt, wir haben 16 CL insgesamt. 1,6, also 160 Milliliter. Ne? Wir haben 700 Milliliter in einer Flasche. Das heißt, wir sind bei, ja, etwas mehr als einem Viertel der Flasche. Jetzt sagen wir, ja, es ist halt, das sind keine 20 Euro für eine Flasche, die insgesamt hier ergeben würden. Das heißt, wir haben hier das Billigste vom Billigen, abgefüllt in schlechter Qualität. Definitiv nichts, was einem die Qualitäten dieser verschiedenen Länder näher bringt, nichts, was Sinn macht. Jetzt kurz zu meiner Empfehlung, was das betrifft. Wenn ihr jemandem eine kleine Weltreise schicken wollt mit 4 Whiskys oder auch eine größere Weltreise schicken wollt mit bis zu, ich glaube, 14 habe ich mittlerweile hier, dann schaut gerne in meiner Beschreibung, da ist ein Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. In der Gruppe selber könnt ihr nicht schreiben, aber ihr könnt natürlich mich privat anschreiben über diese Gruppe. Da habt ihr ja dann meine Nummer, wenn ihr in der Gruppe seid. Und dann meldet euch bei mir, wenn ihr sowas verschenken wollt zu Weihnachten. Sagt mir, wie viel ihr gern hättet oder aus welchen Ländern ihr es gern hättet. Oder sagt mir, wenn ihr gar keine Ahnung habt und ich mache euch ein Angebot. Und dann könnt ihr immer noch überlegen, was euch lieber ist. Aber ich habe das schon ein paar Mal verschenkt. Es kommt super gut an. Es ist dann so, dass ihr selber entscheiden könnt, was es sein soll. Ich sorge dafür, dass es Whiskys sind, die auch vielleicht wirklich repräsentieren, was drin ist. Oder ihr selber, je nachdem, wie gut ihr euch auskennt. Aber das hier, das ist eine Beleidigung für einen Whisky. Muss ich echt sagen. Das ist eine Katastrophe. Das wird alles im Abfluss landen. Traurig, aber wahr. 4,99 € nur für dieses Video investiert. Nee. Meldet euch bei mir, wenn ihr sowas verschenken wollt. Aber kommen wir doch jetzt mal zum schöneren Teil des Ganzen, nämlich dem Laphroaig Select. Also, Laphroaig ist ein Whisky von der Insel Islay. Das ist eine bekannte Scotch-Region, die sehr bekannt ist für ihre rauchigen Whiskys vor allem. Nicht ausschließlich, aber vor allem. Und Laphroaig gilt als absolut einzigartig im Rauchgeschmack. Der hat so einen medizinischen Rauch im Normalfall. Und grundsätzlich auch, da ist natürlich auch, da kann man gleich noch drauf eingehen, was ich hier habe. Und ist einfach eine sehr traditionsreiche Brennerei. Mehr dazu kann ich euch gerne, oder habe ich schon mal in einem Video erzählt, verlinke ich euch hier. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, da habe ich den 10er verkostet. Mit dabei ist ein süßes kleines Laphroaig Glas. Profound Magical A Genie in the Green Bottle. Das steht hinten drauf. Ja, also es ist eindeutig ein Laphroaig Werbespruch quasi. Und ich finde das ganz süß so. Das hat eine schöne Form. Das ist tatsächlich recht einzigartig. Das ist wie hier, ne? Sieht man so im Vergleich mit den Artback Gläsern. Fehlt halt der Stiel. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das ist recht schwer, finde ich. Aber lassen wir das mal außen vor. Der Laphroaig Select kostet aktuell im Angebot 24,99 € beim Netto. Online kriegt man ihn
Nicht unter 26,99 momentan, meistens sogar eher um die 30 Euro, genauso wie in anderen Läden eher um die 30. Und da ist oft so ein Glas nicht mal mit dabei. Was dabei ist, ist dieses kleine Booklet. Wer es nicht kennt, es gibt die Möglichkeit, mit jeder Laphroaig-Flasche, die man kauft, ein Quadratfuß Land zu erwerben, zu bekommen, der einem dann quasi gehört und verschiedene Möglichkeiten bietet, in dieser Community, in der Laphroaig-Community, sich auszutauschen. Das ja, Land quasi zu besuchen, glaube ich, auch ist hier möglich. Auf jeden Fall gibt es auch spezielle Preise für Leute, die das schon mal gewählt haben. Es gibt eine eigene Nummer drin und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich finde, es ist eine schöne Werbegeschichte und unterstützt halt in dem Moment natürlich auch die Brennerei. So. Das ist jetzt meine Belohnung für das Verkosten dieser Whiskys. Ich werde es jetzt aber trotzdem ins My Spirits Glas packen, weil ich das noch nicht gespült habe. Der Korken ist auch schön. So, die grüne Flasche ist auch gut, schützt ein bisschen vor Sonnenlicht. So. So. Und ansonsten hat der Select eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Der Laphroaig Select ist hergestellt oder geblendet aus fünf verschiedenen Whiskys. Er ist trotzdem ein Single Malt, weil alle aus derselben Brennerei kommen. Aber er ist geblendet. Oh, ich rieche den Rauch schon. Und ich bin übrigens ein absolutes Rauchmonster für die, die mich nicht kennen. Und dieser Laphroaig ist aus den typischen bekannten Laphroaigs geblendet, nämlich dem 10er Laphroaig, dem Laphroaig Quarter Cask, Laphroaig PX und Triple Wood. Und dann wurde noch ein bisschen was, also ein gewisser Anteil davon, in frischer amerikanischer Weißeiche gereift und das wurde dann alles geblendet. Und so entsteht dann eben dieser Laphroaig Select. Die Frage ist natürlich, wie er schmeckt. Ich werde jetzt dann spontan noch überlegen, ob ich ihn mit dem 10er vergleichen möchte. Das habe ich noch nicht so ganz entschieden. Aber man sieht auch, der ist nicht gefärbt. Der ist auch nicht kühl gefiltert. Das würde mich überraschen, wenn doch. Es steht auf jeden Fall nichts dran über Kühlfilterung. Aber er riecht auf jeden Fall schon sehr schön rauchig. Also man muss natürlich rauchige Whiskys mögen, um Laphroaig zu mögen, aber es gibt Leute, die haben damit angefangen und sich sofort in die Rauchigkeit verliebt. Ja, und das Erste, was ich auch kriege, ist dieser phenolige medizinische Rauch. Aber auch eine gewisse Süße ist tatsächlich jetzt schon spürbar. Ich kann am Rauch vorbei riechen. Ganz oft geht es nur erst nach dem ersten Schluck. Er hat 40 Volumenprozent, finde ich persönlich ein bisschen schade. Meistens ist ein bisschen mehr besser. Aber der Preis ist natürlich dafür auch echt in Ordnung. Ja, ich krieg so eine vanillige Süße im Hintergrund. So eine Fruchtigkeit. Jetzt kommt so ein bisschen Eiche. Das ist einer, an dem ich ganz gerne eigentlich riechen würde. Ich finde aber, ich rieche jetzt potenziell tatsächlich. Eventuell ein bisschen was. Ich kann nicht ganz festlegen, was ist es. Das ist übrigens das erste Mal auch für mich, den Select überhaupt im Glas zu haben. Ja. Es gibt irgendeinen Geruch da drin, der mich nicht ganz anspricht, aber ich probiere jetzt mal und dann schauen wir weiter. Also, Slante, ihr Lieben. Also es ist definitiv ein ganz anderes Level. Der ist, ja, wie gesagt, ein paar Prozent mehr hätten ihm sicher gut getan. Er hat so die Würze, aber alles in verhältnismäßig milder Form, finde ich.
So ein bisschen die Würze, ein bisschen dieses medizinische, dieser jodähnliche Geschmack. Es ist ein bisschen was Maritimes dabei. Der Rauch selber, das ist eben diese jodähnliche Note. Es ist kein trockener Rauch, es ist kein Aschenbecherrauch. Er ist nicht, also er ist recht weich, er ist nicht astringierend, aber er hat die Würze. Jetzt kommt er gerade noch mal wärmend hoch, so ein bisschen hochgekrochen. Ja, so ein bisschen aschig ist die Rauch auch. Aber ich finde ihn tatsächlich, doch, also den kann man definitiv kaufen für den Preis. Der ist, wenn man rauchige mag oder ausprobieren will, wie gesagt, es ist schon ein ordentlich rauchiger. Aber er ist lecker, er hat diese Wärme, er hat diese pfeffrige Würze, er hat, ja, einfach Geschmack und Qualität. Und er fühlt sich angenehm im Mund an. Ich gebe ihm jetzt ein paar Tropfen Wasser. Tatsächlich nicht zum Verdünnen in dem Sinn, sondern weil ein paar Tropfen Wasser den Whisky dazu kriegen können, sich nochmal ein bisschen zu öffnen und nochmal andere Gerüche und Geschmäcker freizugeben. Mit der Zeit vermengt sich das dann nochmal anders. Dann ist er quasi verdünnt. Aber anfangs ist das wie so eine chemische Reaktion und das ist noch ein bisschen getrennt alles. Und deswegen ist es möglich, dass man da dann nochmal andere Gerüche und Geschmäcker rauskriegt. Und wieder eine Fruchtfliege. Ich weiß nicht warum. Also hier um die Whiskys herum sind gerne Fruchtfliegen unterwegs. Also im Geruch kriege ich jetzt nicht viel mehr Unterschied raus. Ich schaue mal, ob der Geschmack was gemacht hat. Ja, nach wie vor angenehm. Es hat jetzt, finde ich, keinen allzu großen Unterschied gemacht in dem Fall. Es ist gerade bei höherprozentigen, macht das meistens mehr aus, meiner Erfahrung nach. Also der muss nicht mit Wasser, aber ich glaube, der ist vom Rauch her auf jeden Fall auch stark genug, um, falls man das möchte, in einem Cocktail zum Beispiel ihn zu verwenden. Und vom Preis her kann man das auch mal ausprobieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es dann nicht schmeckt und man es nicht trinken will aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube aber, ich vergleiche den jetzt tatsächlich kurz mit dem Zehner. So, stellen wir das hier rüber. Hier der Zehner, der kommt in der Regel in so einer schicken Röhre, Tube, Dose, wie auch immer man es nennen möchte. Da war auch so ein Laphroaig-Booklet dabei, das habe ich hier hinten irgendwo, genau hier. Also ich habe inzwischen jetzt drei davon. Und ich habe auch noch den Quarter Cask im Regal stehen. Ich finde es cool. So, probieren wir den noch im Vergleich. Der kostet ein paar Euro mehr. Man sieht schon, der hat eine andere Farbe. Also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, ist auf jeden Fall schon deutlich dunkler. Ne? Der ist 10 Jahre jung. Ansonsten ist es ein Single Malt auch mit 40% tatsächlich. Ich sehe gerade, der ist gefärbt auch. Also ist die Farbe irrelevant. Ich war jetzt gerade der Meinung, der wäre nicht gefärbt. Bin ich mir jetzt auch wegen der Kühlfilterung nicht sicher. Es kann sein, dass der auch kühl gefiltert ist, weil der eben der Masse gefallen soll. Und leider ist es so, dass die Masse oft irritiert ist, wenn ein Whisky nicht kühl gefiltert wurde. Das kann ich aber ein anderes Mal in einem anderen Video mal erklären, was das genau bedeutet. Okay, der riecht jetzt gefühlt fast schon weniger rauchig. Ja, ich kriege hier weniger Rauch raus. Und mehr Säure. Ich finde jetzt tatsächlich, dass der fast angenehmer gerochen hat. Ja. Gut, theoretisch muss er 10 Minuten im Glas kriegen, um sich ein bisschen zu entwickeln. Das hatte ich jetzt dem hier auch nicht gegeben, aber das macht natürlich ein bisschen Unterschied aus, was den Geruch vor allem betrifft. Aber ich probiere ihn jetzt trotzdem mal, um schon mal ein Vorabfazit zu geben. Ein bisschen länger ist die Flasche auch schon offen. Von dem her
hat er ja schon ein bisschen was machen können selber. Ich probiere ihn mal ganz kurz schon mal. Im Geschmack hat er tatsächlich, finde ich, mehr medizinische Note, mehr Rauch, aber ist gleichzeitig milder. Ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst. Also er hat weniger Würze, und mehr Fokus auf die rauchige Note. Irgendwie was interessant ist, weil normalerweise Rauch mit der Würze irgendwie einhergeht. Aber der schmeckt auch ein bisschen wässrig. Jetzt. Okay. Jetzt kommt er. Trotzdem wässrig, aber jetzt kommt der Rauch. Jetzt füllt der Rauch den ganzen Mund aus. Die Würze kommt und übernimmt alles. Am Anfang ist er recht süß. Und dann jetzt zum Schluss hat man dann den Rauch und der bleibt jetzt auch. Und das ist so ein bisschen Asche und diese maritime Note ist mit dabei. Wie gesagt, das Salzige minimal. Aber es ist halt ein absolut einzigartiger Geschmack. Und für viele einen lieben oder hassen. Also muss man probiert haben. Auch da von mir definitiv das Angebot, auch Samples rauszuschicken. Also kleine Abfüllungen. Da gilt das gleiche wie bei den vier hier. Aber Laphroaig grundsätzlich würde ich als Kaufempfehlung bezeichnen. Ich finde beide sehr gut. Ich finde die für den für den Preis definitiv auch gut. Ich glaube, im direkten Vergleich würde jetzt aber der gewinnen. Auch wenn er im ersten Moment und vom Geruch her jetzt nicht ganz so überzeugend war und ich ihn nicht stehen lassen habe, glaube ich, dass es darauf hinauslaufen würde, jetzt, dass der gewinnt. Ich mache aber auf jeden Fall mal einen Blindvergleich mit allen drei Laphroaigs, die ich da habe. Ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Wenn dich das interessiert und auch weitere solche Angebotsinfos, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.